Hallo und herzlich willkommen bei Astronomy Channel. In diesem Video werde ich euch heute zeigen, wie ihr mit Windows Movie Maker einen Zeitraffer aus einzelnen Bildern zusammenstellen könnt. Also, als ersten Schritt öffne ich die Bilder. Hier habe ich die Bilder und markiere sie jetzt und ziehe sie rein. Anschließend gehe ich hier auf Bearbeiten und gebe hier meine Zeit ein, das für jedes Einzelbild gebraucht wird. Jetzt speichere ich das Video noch ab. Jetzt ist das Video fertig gespeichert und jetzt könnt ihr sehen, wie es aussieht. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn, dann drückt auf den Abonnier-Button und bis zum nächsten Video.